Willkommen zurück zu Turmul, die letzte Folge. Wir sind hier gerade im Endbildschirm quasi. Und ja, jetzt geht die Geschichte natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben den Bürgermeister. Tolle Arbeit, mehr als die Hälfte der Stadtaktien gehören dir, sogar 85%, also. Du hast die Kampagne gewonnen und bist der neue Bürgermeister. Ich habe als Prämie etwas Besonderes für dich. Triff mich im Rathaus. Ja. Okay, da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Weiß nicht, vielleicht sagen die ja noch was. Kann ja sein. Ich ziehe meinen Hut vor dir und deine Ölförderperformance in 24 Karat. Achso. Okay. Das könnte vielleicht nicht schaden. Das andere werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Okay, hier ist irgendwas kaputt. Ja, okay, ich kann sowieso keinen Diamanten geben. Also schauen wir uns das einfach mal an. Die Landauktion. Siehst du die Insel dort drüben? Dort kannst du fördern. Die Insel mit dem Leuchtturm drauf. Quasi das letzte Gebiet. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in die Wüste zu ziehen. Nein, Spaß. Auf die Insel und dort nach Öl zu suchen. Und das wird jetzt hier ganz schön anstrengend, denn es gibt eine Menge Öl hier. Okay? Und eine Menge Gas. Also im Grunde brauchen wir gar keine Wünschelrutengänge. Ich setze einfach mal 5 von denen hier hin und erhöhe rechts den Preis. Okay, vielleicht hätte ich das nicht ganz so schnell machen sollen. Aber ihr seht, überall gibt es Öl. Okay. Ich gehe mal hier runter. Und wir haben Öl gefunden. Stellt euch das mal vor. Wir verbessern das direkt. Das ist auch nötig. Denn wir haben hier eine ganze, ganze Menge Öl. Ihr seht, immer mehr wird geöffnet. Deshalb braucht man eigentlich auch keine Windschuhengänge. Sondern eben nur Maulwürfe. Egal wo man hingeht, man findet überall Öl. So, ein fünftes Pferd brauchen wir auf jeden Fall. Deshalb auch der Kauf links. Ich habe mir das ja gekauft, dass die Preise schön hoch bleiben. Das ist einfach nötig. Ja? Wir müssen die Rohre hier oben auf die dritte Stufe bringen. Das ist quasi Pflicht. Und dann müssen wir die Wagen definitiv verbessern. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Hätte ich definitiv vorher machen sollen. Okay, jetzt schon läuft es ein bisschen schief. Theoretisch. Ja, ich kann mir 2 Wochen mehr holen. Machen wir dann. Ein paar mehr Maulwürfe wären nicht schlecht. 2 Pferde mehr. Dann verbinden wir es einfach alles nur noch. Das hier wird auf jeden Fall eine große Leitung werden. Die geht hier nach unten. Das hier geht nach unten. Wir verbessern nochmal die Wagen. Holen uns 15 Pferde. Da haben wir Gas. Das werden wir quasi gar nicht nutzen können. Dann verzweigen wir so schnell wie möglich. Das hier so nach unten, das da geht auch nach unten, das geht auch nach unten. So, hier in der Mitte ist so ein gigantisches Ölvorkommen. Wir werden uns quasi gar keine Sorgen darum machen, also hier die Raffinerie. Durch Felsenbohren werden wir uns holen, das holen wir uns auch einfach mal. Und dann beschleunigen wir einfach die Förderung hier. So, verbinden wir das mal damit. Noch ein paar Maulwürfe. Können ja nicht schaden. Und dann verbinden wir es damit. Da ist ganz sicher auch noch was. Da ist etwas. Verbessern wir nochmal die Bohrgeschwindigkeit. Weil wir müssen hier wirklich quasi hin machen. So.
denke mal, es würde sich sogar lohnen, das direkt dorthin zu verlegen, weil das ist ein sehr großes Ölvorkommen. So, so und so. Verbessern wir das direkt, das hier auch. Das da verbessern wir. Wir könnten vielleicht sogar das hier rüberlegen und extra machen. Das hier verbessern wir auch direkt. Da ist natürlich direkt darunter auch ein Ölvorkommen. So, verbessern wir das. Und kann ich das nicht verbessern? Achso. Ah, stimmt, ja. Das war ja ein großes Huch. Verbessern wir das mal mit dem Gas. So, ungemein für ein bisschen Chaos. Preis ist natürlich schön gestiegen. So, die Ölförderung wird beschleunigt. So. Und dann verbessern wir auch das mal. Hier kommen wir unten noch lang. Das da muss verbessert werden. Das hier. Es muss einfach alles verbessert werden. Weil überall einfach Öl ist. Noch ein paar Maulwürfe. Gibt es hier oben noch Öl? Stimmt. Nein, überall gibt es Öl. So. Da gibt es Öl, da gibt es Öl. Verbessern wir das direkt. Da ist noch Öl. Machen wir mal hier einen Scan. Ja. Machen wir mal hier einen Scan. So, schauen wir mal. Da ist noch was. Noch mehr Öl. Ich würde sagen, ich benutze das Gas einfach zum Beschleunigen. Also machen wir das mal so. Dann verbinden wir das damit. Da unten ist auch noch Gas. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Hier ist der Preis gerade ein bisschen höher. Oder auch nicht. Bleiben wir einfach dort. Pferde, hallo, guten Tag, ich würde ganz gerne mal anfangen, dort das Öl rauszuholen. So, da haben wir noch mehr Gas, beschleunigen wir das hier ein bisschen. So, dann haben wir da unten noch ein bisschen mehr Gas. Ich setze noch mal ein paar Maulwürfe hier hin. So. Und dann beschleunigen wir die Zeit wieder ein bisschen. Da drüben müsste mal abgeholt werden, bitte. Danke. Sehr gut. So, dann haben wir hier noch Öl. Wahrscheinlich. Ja. Stochern wir mal hier rein. Ganz sicher noch Öl. Ja, perfekt getroffen. Hier vielleicht noch. Genau. Dann, da ist noch Gas. Ist bestimmt auch noch irgendwo Öl. Oder auch nicht. Aber hier. Genau. Und dann schauen wir hier oben nach. Da ist noch Öl. Da ist auch noch Öl. Also überall ist Öl. Ja, das würde überkreuzen. Gehen wir mal hier hin. Hier ist noch was. So. Da nicht. Da auch nicht. Ein langes Geld, also. Was soll der Geiz? Mal das ganz kurz in die andere Richtung. Ja, okay. Das wird es dann wahrscheinlich erstmal gewesen sein. Wir haben hier natürlich so ein gigantisches Ölvorkommen. Und ja.
schauen wir mal, wie das noch weiterläuft. Das hier können wir mal verbessern. Das hier können wir auch mal verbessern. Das hier auch. Das dann noch. Verbessern wir mal einen Haufen Rohre. Das hier können wir auch mal verbessern. So. Das hier. Wir haben auch so ziemlich alles jetzt hier schon an Öl. Wir haben hier schon 90.000 gemacht. Ist nicht schlecht. Wir werden gleich die 100.000 auch knacken. Ich werde hier weiter verbessern müssen. Denn das Öl wird und wird nicht fertig. Machen wir es mal so. Müssen uns langsam beeilen. Denn es gibt immer noch viel zu viel Öl hier drin. Können es ja mal so machen. So machen. Können hier eine extra Verbindung machen. Sehr schön. Dann können wir das hier rüber verbinden. Gerade so. Ich meine, wir sind schon bei September. Wir haben noch nicht alles fertig. Also ist ein bisschen schwierig. So, verbessern wir das. Das. Dieses kleine Stück. Dazwischen. Können wir auch mal verbessern. Und dann läuft das, würde ich sagen, ganz gut. Ich würde das hier vielleicht noch... Ach, kann ich gar nicht. Stark. Okay. Dann verbessern wir das hier unten noch. Können wir das hier unten verbessern oder verbinden. Dann läuft das auch darüber. Dann entlastet das quasi hier diesen Hauptzweig. Öl ist da drin. Noch einiges verbinden wir mal dahin, denn da wird es quasi gar nicht mehr benutzt. Und wir haben hier tatsächlich Öl noch drin. Verbinden wir das direkt zweimal. So und so. Und dann sollten wir es so langsam haben. Keine Ahnung, wo könnte noch ein bisschen Öl sein. Hier unten. Noch nicht mehr. Ist hier unten was? Nö. Okay. Ja, wir haben da wahrscheinlich alles. Schaue ich mal noch mal hier nach. Nichts mehr. Also, das wird es auch gewesen sein. Also, das ist so eine gigantische Menge hier schon. Ja. Wir haben übrigens 128.000 inzwischen. Wir verbessern mal noch mal hier das Rohr. Nur noch zwei Ölvorkommen, kann das sein? Okay, wir haben ein Ölvorkommen. So, verbessern wir das hier noch mal. Wir sind auch schon 20. November. Also auch nicht mehr lange. Setzen wir mal einen hin. Ich meine, der wird jetzt hier nichts mehr machen, aber... Der wird nichts mehr finden. Was ist hier? Gibt's da was? Nö. Gibt's da was? Nö. Gibt's da was? Auch nicht. Ja, okay, dann werden wir es garantiert haben. Hm, ja, ja, das wird es gewesen sein. Ich wollte es bewegen, aber hab's dann aus Versehen die Aufnahme beendet. Okay, das wird's gewesen sein. War aber auch eine Menge. Ich meine, schaut euch dieses gigantische Netz an. Beschleunigen wir einfach die Zeit. Da wird sowieso nicht mehr viel weitergehen. Ja. Und das war's. Wir haben 130.000. Ist nicht schlecht. Ja,
130.916. Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Du kannst Turmoil jetzt im Expertenmodus spielen, wo die Charaktere Spezialkräfte haben und die Konkurrenz härter ist. Tolle Arbeit, du hast wie ein Pferd gearbeitet, du solltest ein paar Hufeisen bekommen. Okay. Die Maulwürfe und ich freuen uns sehr für dich. Wuhu, Partyzeit, ich bin sicher, dass du jedem einen ausgibst. Okay, naja, nicht unbedingt, aber gut gemacht. Ich bin mir sicher, dass du als Bürgermeister fast genauso gut sein wirst wie ich. Aber auch nur fast, ne? Ich ziehe meinen Hut vor dir und deiner Ölförder-Performance in 24 Karat. Deine Performance war noch stärker als mein Bizeps. Ich werde unsere gemeinsamen Reisen vermissen. Bevor du deine Fähigkeiten im Expertenmodus testest, besuche ein letztes Mal meine Bank, um die Gesamtstatistiken deiner Kampagne anzusehen. Okay, dann machen wir das mal. Wir haben 350.053. Das ist quasi spiegelverkehrt in der Mitte. Das ist ganz lustig. Wir haben noch einen Diamanten übrig. Den haben wir am Ende nicht mehr nutzen können, aber naja. So, Statistiken. Ui, wir haben 1,582 Millionen Dollar gemacht. 5.281 als Ölaustrittsstrafen. Das ist wenig, würde ich mal sagen. Von den Boni haben wir am meisten von der Ölförderung bekommen, danach vorzeitiger Rückzug, danach verkauftes Öl und Förderung von Gas. Grafiken nicht verfügbar. Okay. Dann Einnahmen. Wir haben deutlich mehr Geld gemacht auf der rechten Seite, aber wir haben auch links deutlich mehr verkauft. Also, ja, keine Ahnung. Wir haben links insgesamt mehr verdient, aber rechts halt pro Fass mehr, deshalb. Ja, ganz interessant, würde ich sagen. Insgesamt haben wir 1,643 Millionen Fässer verkauft. Okay, dann haben wir Ausgaben. Am meisten, ja, Rohre, logisch. Danach die Wagen tatsächlich, weil ganz am Anfang hatten wir ja gar keine Maulwürfe. Da ist es ja dazu später dazu gekommen. Auf dritten Platz ist tatsächlich War Upgrades auf Stufe 2 und danach erst Maulwürfe. Okay. So, das war's dann also. Wir haben das Ende erreicht. Jetzt könnten wir uns den Expertenmodus anschauen. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Kommt drauf an, was ihr dazu sagt. Ich mache mal vielleicht eine Abstimmung dazu, ob das weitergeführt werden soll oder ob ich ein paar andere Spiele mache. Wenn nicht, dann werde ich erstmal nach anderen Spielen suchen, ein paar Spieltests machen oder mich vielleicht auch erstmal voll und ganz auf SFS konzentrieren. Ja, an sich, das Spiel hat Spaß gemacht. Da gab es ein paar Momente hier und dann, wo, naja, meine Gier ein bisschen überhand genommen hat. Aber an sich war es ganz, ganz lustig. Ich muss sagen, ich mag die Musik sehr. Ja, das ist ziemlich Western. Also das gesamte Spiel ist ja eigentlich an Western angelehnt. Also die Musik passt auf jeden Fall gut zum Spiel. War ganz lustig, hier in so einer zweidimensionalen Welt nach Öl zu suchen. Ja. Das war's dann zum Spiel, das war's auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann schaut in Zukunft mal bei meinem Community-Tab vorbei. Vielleicht mache ich da eine Abstimmung. Ansonsten war's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!